Wir sind hier heute beim Deutschen Schauspielpreis im Club Theater Berlin. Viele bekannte Gesichter, aber auch ein paar Neuzugänge. Ich bin schon gespannt, wer wird heute Favorit sein? Wer wird tatsächlich gewinnen? Wir werden es sehen. Und wir gehen gleich einmal rein und schauen uns alles an. Der Deutsche Schauspielpreis, eine ganz besondere Auszeichnung von Schauspielern für Schauspieler und Menschen, die durch ihr Schaffen in besonderer Weise Schauspielkunst inspiriert und gefördert haben. 29 Schauspielerinnen und Schauspieler konnten in diesem Jahr auf eine Auszeichnung mit dem Deutschen Schauspielpreis hoffen. Die Mitglieder des Bundesverbandes Schauspieler entschieden, wer letztlich eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf. Trotz Nominierung war Lars Eidinger sehr gestresst. Oder war das etwa gespielt? Wie fühlen Sie sich heute? Sind Sie nervös oder aufgeregt? Ach, naja, ich war ganz schön gestresst, wenn ich ehrlich bin, auf dem Weg hierher. Einfach weil wir so spät dran waren und so. Das sind jetzt nicht meine Lieblingsveranstaltungen. Also ich guck mal, was auf mich zukommt. Ja. Und also was erwarten Sie von heute? Gar nichts. Also ich hoffe einfach, dass es einigermaßen angemessen ist. Ich finde nämlich, ehrlich gesagt, diese Veranstaltungen oft furchtbar unangemessen. Also ich habe das Gefühl, wenn man sich die Leute anguckt, würde ich jetzt nicht unbedingt darauf kommen, dass es Schauspieler und Schauspielerinnen sind, weil die alle aussehen wie Bankangestellte. Und man feiert sich hier immer, finde ich, einen Tick zu glamourös. Ich würde mir wünschen, wir würden uns alle irgendwo in einem Jugendfreizeitheim oder in einer Mehrzweckhalle mit einem Kasten Bier treffen. Ich glaube, das würde dem, was wir eigentlich stehen als Schauspieler, mehr entsprechen. Ein paar haben mir schon gesagt, dass Sie der Favorit sind. Aber wer ist denn Ihr Favorit? Das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber ich mache mir gar nicht mehr so viel Hoffnung auf Preise. Wer mein Favorit ist, oh Gott, wenn ich ehrlich bin, ich habe gar nicht so richtig geguckt, wer nominiert ist. Also ich lasse mich immer gerne überraschen. Also ich gehe jetzt auch wirklich nicht, ich schwöre es Ihnen davon aus, dass ich da irgendwas gewinne. Ich bin jetzt so oft in meinem Leben, ich will mich wirklich nicht beschweren, ich habe ja genug Arbeit und so, aber so oft leer ausgegangen, dass ich am besten, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist immer dann am größten, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Ich bin jetzt so oft mit irgendwelchen vorbereiteten Reden gekommen, die ich dann immer wieder in meiner Jacke finde, wenn ich sie wieder anziehe, ein halbes Jahr später. Ich habe jetzt auch nichts vorbereitet und gehe da völlig neugierig hin. Was macht denn die Schauspielerei zu Ihrem Traumberuf? Was ist zu meinem Traumberuf? Tatsächlich, dass ich mich jeden Tag freue, zur Arbeit zu gehen. Wer kann das schon von seinem Beruf behaupten? Und dass ich nie auf die Uhr gucke und hoffe, dass es zu Ende ist. Sondern ich liebe meinen Beruf. Ich gehe da gerne hin, ich übe ihn gerne aus und ich liebe solche Veranstaltungen wie hier. Bjarne Mädel und Katrin Wichmann gewannen den Preis in der Kategorie Duo. Für Sörensen fängt Feuer. Natürlich ist man aufgeregt, wenn man nominiert ist. Dann möchte man einerseits den Preis nicht bekommen, damit man nicht da hoch muss und reden von den ganzen Kollegen und Kolleginnen. Andererseits freut man sich natürlich über die Auszeichnung, dass man überhaupt nominiert ist und möchte natürlich diesen Preis mit nach Hause nehmen. Also das ist immer, ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Insofern bin ich aufgekratzt müde. Nach einem Dreh ist vor einem Dreh. Was steht noch an Schauspielerei? Von mir erwarten? Gar nichts. Naja, ich bin ja noch auf Sendung bei der ARD-Serie und ich drehe gerade was Neues für Sat.1. Und ja, mal gucken. Oh, ich drehe natürlich weiter Tatort, aber es gibt ja auch eine Reihe mit mir, Einspruch, Schatz, für die ARD, wo ich eine Anwältin spiele. Und das ist schon ein bisschen Anwältin und Familiengeschichte, wie früher, ich heirate eine Familie. Das kennen Sie jetzt natürlich nicht, dafür sind Sie zu jung. Aber es ist irgendwie ganz schön und umgepolt auf einen Mann, meinen Liebhaber, der eine Familie hat. Und ich komme als Singlefrau in sein Leben. Und dann habe ich natürlich noch ganz viele Rechtsanwaltsfälle zu lösen. Und was sind denn Ihre drei Top-Lieblingsfilme? Das ist der Leopard, das ist Frühstück bei Tiffany's und Titanic. Ich drehe gerade eine mehrteilige Dokumentation, die Ende des Jahres im Fernsehen läuft. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also wir haben die ganzen letzten Tage gedreht. Die Drehs gehen jetzt weiter, noch bis in den November. Und im Dezember kann man dann das Ergebnis im Fernsehen sehen. Well, I have a new project that's coming up soon. I can't say too much about it, but it's with a little-known actor named Bully Herbig.
And yeah, I'm looking forward to it. I'm very excited. But I'm really excited for tonight because I get to sing for you guys at the prize, and I'm really excited. Was erwarten Sie von dem heutigen Abend? Ich erwarte, dass es einfach unter ganz, ganz vielen Kollegen ein wunderschöner Abend wird, für mich auch Arbeit, weil bis ich meinen Text hinter mich gebracht habe, braucht man Konzentration, und insofern soll es dann ein schöner Abend werden und vor allen Dingen auch die Wertschätzung ist mir sehr wichtig für unseren Beruf. Und das zeigt dieser Abend. Was fehlt noch, beziehungsweise kann besser laufen für die deutsche Filmindustrie? Ich wünsche mir mehr mutigere Stoffe, ein bisschen mehr Zeitgeist, ein bisschen mehr Mut, aktuelle Themen auch anzupacken, ein bisschen moderner anzupacken. Und wenn wir das schaffen, dann können wir vielleicht auch mit den Streamern mithalten. Was würden Sie sich denn von dieser Filmindustrie noch wünschen? Dass wir die Geschichten, die wir erzählen, daraufhin überprüfen sollten. Erstens, Männer- und Frauenrollen. Sind die ausgeglichen? Was erzählen wir für Charaktere? Hat das was mit der Realität zu tun? Ich finde, das Klima und die Klimakrise müssen auch mit als Raum reingegeben werden. Und wir sollten versuchen, Lösungen zu zeigen, weil Filme können, was sonst niemand anders kann, ist wie so eine Art Zauberkasten, können wir uns die Zukunft herstellen, die wir gerne haben wollen würden. Und diese Chance sollten wir nutzen. Was denken Sie denn, fehlt denn so in unserer Filmindustrie? Also auf jeden Fall ein Tick mehr Leichtigkeit. Dann ist natürlich auch die Mutfrage ein Thema, wie man halt die, wie man Rollen besetzt. Und wie ist es andersrum? Es gibt so viele Krimis. Es gibt so viele Krimis und es gibt noch so vieles, was dazwischen erzählt werden will und erzählt werden muss und sollte, weil wir brauchen ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ja. Und sich selber nicht zu sehr, nicht so ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was der Industrie gut tun könnte. Und ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geld und ein bisschen lustvoller auch wieder zu sein. So. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, und gerade die jüngere Generation, die von den Unis kommen und die produzieren, und Menschen, die jetzt auch einfach mehr Raum bekommen, die arbeiten daran. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Es ist noch einiges zu tun, aber wir sind auf dem Weg. Was denken Sie denn, fehlt denn uns noch hier in Deutschland in der Filmindustrie? Mehr Mut, mehr Geld und mehr Mut, eindeutig. Und man muss nicht immer so wahnsinnig politisch korrekt sein. Entspannt euch mal. Auch haben wir gefragt, mit welchen Kollegen die Schauspieler in Zukunft arbeiten möchten. Eigentlich habe ich mit allen schon gearbeitet, die ich gut finde. Da habe ich keinen Bedarf. Oh Gott. Gute Frage. Mit Udo Samel würde ich gerne mal spielen und mit vielen, mit denen ich schon gespielt habe, gerne wieder. Florian Lukas habe ich schon lange nicht mehr vor der Kamera getroffen. Und wer würden Sie sagen, ist denn Ihr Lieblingskollege? Ach, da sind die anderen jetzt alle sofort beleidigt, wenn ich jetzt sowas sage. Also mit der Kollegin, mit der ich nominiert bin, Katrin Wichmann zum Beispiel, ist eine meiner Lieblingskolleginnen. Aber Leo Meyer, der auch bei Sörensen mitspielt, ist auch einer meiner Lieblingskollegen. Also ich habe einige. Ach Gott, ach, den gibt es nicht so richtig. Den gibt es wirklich nicht. Also was wir machen, ist ja, wir entwickeln ja selbst. Und wir müssen zusehen, dass wir unsere Projekte unter Dach und Fach kriegen. Und dann wird sich schon zeigen, wer dabei ist. Hauptsache, sie können ihr Handwerk. Ist ja auch nicht mehr immer so. Aber diese Schauspieler und Schauspielerinnen können ihr Handwerk. Und wir sagen Glückwunsch zu allen Gewinnern und Gewinnerinnen des Deutschen Schauspielpreises 2024.